So, Leute, ich habe eine echt miese Nachricht für euch. Und zwar, es kann sein, dass ich in den nächsten 3 Wochen erstmal 1,5 Monate nicht für euch zur Verfügung stehe. Ich bin nämlich, ja, wie jetzt bestimmt einige gemerkt haben, jetzt schon seit Ewigkeiten krank und habe soeben das Bescheid bekommen, beziehungsweise den Bescheid, dass meine Kur genehmigt wurde und ich für 1,5 Monate, ja, nach unten, nach Bayern muss. Ich weiß nicht, wenn ihr wisst, wenn einer von euch in der Nähe vom Staffelsee wohnt, dann kann er mich hier besuchen kommen. Aber das heißt wiederum, es werden 1,5 Monate keine Videos eigentlich kommen. Es sei denn, es findet sich jemand, der rein zufällig für eine gewisse Zeit meinen Kanal übernimmt. Aber wie gesagt, es wird eine ganz schön komische Sache, wenn ich 1 Monat kein Video mehr hochlade, beziehungsweise 1,5 Monate. Und ich denke mal, am 30.06. oder so bin ich weg. Das heißt, ab dann gibt es keine Videos mehr. Das heißt, ich werde jetzt im Voraus schon mal hunderttausende Videos hochladen. Und die dann nach und nach, wenn ich dort Internet habe, versuchen dort zu veröffentlichen. Aber dort habe ich, wie gesagt, keine Zeit, mit euch zu skypen, nicht mit euch zu schreiben, gar nichts. Ich könnte einen vielleicht von euch meine Telefonnummer dort geben, aber ansonsten. Ja, wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben, dass, wie gesagt, demnächst wohl erstmal keine Videos mehr kommen werden. Aber die Leute, die mich wirklich mögen und bleiben auch bei mir und lassen mich abonniert. Und die Hintergrundmusik ist toll, das ist Song of Healing. Hier oben sieht man's, da. Wie gesagt, aber jetzt die nächsten Tage kommen natürlich noch haufenweise Parts von Minecraft Hardcore. Livestream kommt bestimmt auch noch einen Tag vorher, bevor ich abreise oder so. Und ja, das war's von mir aus. Video gibt am besten Daumen runter, weil mir gefällt das auch nicht, dass ich weg muss. Und das für 1,5 Monate, das ist echt mies dort unten in Bayern. Es sei denn, jemand wohnt von euch da, dann habe ich ja doch jemanden zum Treffen. Ansonsten habe ich dort übelst die Langeweile. Na dann, auf jeden Fall, danke fürs Anschauen und ich werde das Video nochmal einen Tag, bevor ich losfahre, veröffentlichen. Tschüss!